7. Es ist nicht das verflixte siebte Jahr, sondern das geliebte siebte Reisemobil, das sich ein Schweizer bauen ließ und das nun alle Wünsche tatsächlich in einem Fahrzeug vereint. Geländetauglich, noch wendig und unauffällig genug, dennoch mit Platz und Komfort für zwei Reisende und einem traumhaften Blick aus dem Panoramadach. Das alles kann der Jackwagon 7. Wie? Das erzählt euch der Hans Ueli am besten selbst. Jedes Reisemobil hat seine ganz eigene Note. Und doch gibt es immer wieder Fahrzeuge, die stechen aus der ganzen Masse raus. Und wir haben jetzt wieder ein neues Fahrzeug entdeckt in der Kategorie individuelle Reisemobile, das wir euch auf keinen Fall vorenthalten wollen. Wir sind hier in der schönen Schweiz, ganz in der Nähe vom Zürichsee, bei Hans Ueli Kobel. Ich hoffe, ich habe deinen Namen jetzt richtig gesprochen. Genau. Erzähl mal, was hast du für ein Fahrzeug? Ich habe mir vor 2-3 Jahren ein eigenes Fahrzeug gebaut auf der Grundlage eines Landcruisers. Und die Kabine, die gab es so nicht, die habe ich mir ausgedacht und zusammen mit Freunden und guten Handwerkern dann auch selber gebaut. Und was, auf welchem Grundprinzip baut die auf? Die Idee ist, dass die Kabine eine Wechselkabine ist, dass die weggenommen werden kann. Das Chassis wird mit 8 Schrauben an die Kabine befestigt oder die Kabine an das Chassis. Und die Idee ist, dass die Kabine leicht, klein und schlicht ist. Eigentlich die Reduktion, das war mein Antrieb, herauszufinden, was kann ich weglassen, dass ich dafür für das Wichtige genügend Platz habe. Woher hast du die Idee bekommen oder die Ideen, die du da umgesetzt hast? Zum einen habe ich viele Nächte und Wochenenden lang Artikel gelesen, im Internet gegoogelt, habe Freunde getroffen und mich informiert. Und zum Zweiten habe ich mich dann entschlossen, eine gebrauchte Kabine in Deutschland zu kaufen. Ich habe da lange rumgesucht und konnte dann eine kaufen in Deutschland. Und die haben wir dann aufgebaut aufs Fahrzeug, auf den Landcruiser. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass die zu groß ist, zu schwer. Aber für 2 Jahre lang war sie unser Reisegefährte und da haben wir sehr viel gelernt und herausgefunden, was wirklich wichtig ist und was ich eben weglassen kann. Und das war dann der Ursprung der eigenen Kabine. Ohne die alte, die gebrauchte Kabine wäre die so nie entstanden. Mhm. Warst du denn schon vorher mit anderen Fahrzeugen unterwegs? Was hast du so für einen Reisehintergrund? Mhm. Also seit ich bin, fasziniert mich das Reisen, die Kontakte, die Begegnungen mit anderen Menschen. Und ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren habe ich zusammen mit einem Freund einen alten Wagen gekauft. Das ist so ein Munitionswagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir sagen dem ein Fourgon. Und das war ein Holzwagen mit Holzrädern, ursprünglich eine Pferdekutsche eigentlich. Und diese alte Pferdekutsche haben wir gekauft, zusammengezimmert, renoviert und dann an einen Traktor angehängt. Und mit dem Traktor, ein 58er Bührer, eine alte Schweizer Traktorenmarke, sind wir dann durch die Schweiz gefahren. Und so habe ich unter anderem auch meine Frau kennengelernt auf einer solchen Reise. Und von da ging es eigentlich los. Es sind dann 6, 7 verschiedene Anhänger dazugekommen. Und das, was wir da jetzt sehen, das ist eigentlich jetzt ja, die letzte Idee, wie schönes Reisen, attraktives Reisen möglich ist. Mhm. Gibt es auch noch irgendwie für dich einen besonderen Grund, warum es jetzt ein Landcruiser geworden ist? Mhm. Ja. Ich habe schon einige Landcruiser in meinem Leben fahren dürfen und ich hatte immer sehr viel Freude und mit dem Landcruiser verbinde ich so ein besonderes Lebensgefühl. Und dann sind die auch eigentlich dauernd gesund und die gehen nie kaputt. Das ist ja der Unterschied zu anderen Fahrzeugen. Mhm. Und die Landcruiser sind wirklich sehr zuverlässig und wie gesagt ein besonderes Lebensgefühl damit verbunden. Und dann gibt es dann halt auch die Möglichkeit, noch die letzten paar hundert Meter irgendwo hinzukommen, wo mit anderen Fahrzeugen dann vielleicht Schluss ist. Und zum anderen ist es die leichte Kategorie. Mir war immer wichtig, dass ich schlank und
möglichst klein unterwegs bin, damit ich auch ja, nicht so auffalle und ja, in einem fremden Land, in ein Dorf einzufahren mit einem großen Lastwagen, das wäre mir dann zu viel und der Landcruiser ist da irgendwo, ist immer noch groß im Vergleich zu Fußgängern, aber trotzdem ein bisschen kleiner und feiner. Und wie lange habt ihr jetzt daran gebaut? Ja, die Bauzeit, die betrug in etwa 2 Jahre. Die Planung dauerte schon länger, aber von der ersten Visualisierung an bis zur ersten Fahrt ging es etwa 2 Jahre. Eine lange Zeit, viel zu lange. Wie lange wärst du denn lieber gewesen? Ja, natürlich 1-2 Monate und dann wäre das gut gewesen. Okay. Ich war so voller Vorfreude und ich konnte es kaum erwarten, dass das dann endlich losgeht. Aber es waren ja viele Zwischenschritte und jeder Zwischenschritt war dann bereits ein Highlight und so weiter waren wir noch nie und somit ging es immer weiter. Und wo ging dann die große Fahrt hin, die erste? Ja, an den Greifensee im Winter bei minus, da waren glaube ich etwa 7, 8, 9 Grad minus und das war dann die erste Herausforderung, die erste Nacht bei minus 7, 8 Grad. Und da ist eigentlich alles gut gegangen, außer eine Außenklappe ist dann eingefroren. Da gab es Schmelzwasser und irgendwie ist das dann eingefroren und dann kamen wir nicht mehr zu den Ausrüstungen. Also und dann mussten wir zurückfahren und mit einer speziellen Heizlampe das dann wieder auftauen. Das sind dann so die kleinen Abenteuer, die ja, dann genau. Die Würze ausmachen. Genau. Und seid ihr dann jetzt schon weitere Touren gefahren? Ja, wir waren einige Mal im Jura, in der Ostschweiz, in den Bergen. So ein Jahr lang viele kleine Touren und das hat sich alles sehr bewährt. Ins Engadin, ins Tessin. Und jetzt, letztes Jahr, bin ich dann für 4 Monate Richtung Afrika losgefahren und konnte 4 Monate in Marokko reisen. Schön. Was hast du da irgendwelche besonderen Erlebnisse gehabt? Ja, Marokko ist ein unglaublich schönes und besonderes Land und all die Gerüche und Düfte und Farben, die faszinieren und im Besonderen natürlich die Menschen. Und neben den Menschen dann die unbeschreiblich schöne Natur, das Atlasgebirge, die langen Küsten, die wilden Strände und dann natürlich der Sahara, die Krönung. Und da hatte ich auch die Gelegenheit, längere Zeit in der Sahara das Auto zu testen unter wirklichen Bedingungen. Und ja, größtes Glück dabei auch erfahren. Wer darf denn eigentlich mitfahren bei dir? Ja, es darf eine Person eigentlich mitfahren, weil das ganze Fahrzeug ist ausgelegt auf 2 Personen. Lässt sich gut alleine handeln, aber auch zu zweit ist das gut. Meine Frau kommt oft mit. Nicht immer, da sie auch berufstätig ist und nicht immer die Zeit findet. Der Sohn kommt mit, ja, und zu zweit. Und das ergibt sich dann, wer als nächstes mitkommen kann. Hast du jetzt noch Pläne? Wo soll es denn noch hingehen? Was sind so deine nächsten Ziele? Jetzt diesen Sommer fahren wir bestimmt ins Engadin, Tessin und dann in die französischen Westalpen von Nizza Richtung Grenoble, in die Berge hoch. Da war ich noch nie, habe viel gelesen und gehört und da freuen wir uns sehr drauf. Dann fahren wir bestimmt im Herbst nach Korsika. Das ist das konkret Nächste. Ja, und dann nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich wieder etwas Größeres. Allenfalls in den Balkan oder Richtung in den Norden, Schweden, Norwegen oder Schottland, vielleicht sogar Island. Du hörst raus, es gibt ganz viele Pläne und wie dann der Wind so weht, da werden wir dann losfahren. Ja. Beim Losfahren kann man entscheiden, Norden, Süden, Osten, Westen und überall gibt es was Schönes. Es kommt nicht so darauf an, wo, Hauptsache das Unterwegssein und das Entdecken von neuen Gegenden, Landschaften und Menschen. Super. Vielen Dank schon mal für das Gespräch. Gerne. Und danke, dass wir dein Fahrzeug anschauen dürfen. Gerne. 4,40 Meter lang, aber nur 1,84 Meter breit. Die Kabine ist sehr schmal.
Gartenplaner Hans Hüli hat es sich genauso gewünscht. Seine sämtlichen Reiseerfahrungen sind in die Konstruktion geflossen und die ist mit ihrem Alu-Rohrgestänge ziemlich speziell. Wir machen jetzt mal zusammen einen Rundgang um das Fahrzeug und dürfen dann auch mal einen Blick in die Kabine werfen. Hans Hüli, kannst du uns mal erklären, was das eigentlich für eine besondere Konstruktion deines Aufbaus ist? Zuerst haben wir mit 3D-Visualisierung die richtige Form gesucht, so dass das proportional irgendwie dazu passt, dass die nötige Stehhöhe möglich wird und trotzdem, dass die Kabine so klein und so schlicht wie möglich ist. Und da hat die 3D-Visualisierung sehr geholfen, zusammen mit einem Mitarbeiter, der das sehr gut beherrscht, haben wir das in nächtelanger Arbeit, haben uns da herangetastet. Und dann war schnell klar, dass wir einen Rahmen brauchen. Und da haben wir einen Aluminiumrahmen gewählt, Rohre biegen lassen. Und dann, ich habe eine Gartenbaufirma und wir haben Schlosser und Mechaniker. Und der Dani, der hat größte Fähigkeiten und der hat dann ja, die Rohre gebogen und zusammengeschweißt. Und somit war zu Beginn dann das leere Gerüst eigentlich auf dem Fahrzeug aufgeschraubt und gab dann die ersten Eindrücke eigentlich, ob das gut kommt. Okay, und was ist jetzt dann zwischen die Rohre gekommen? Das sind GFK-Glasfaser-Kunststoff-Verbundplatten. Das ist ein Freund, der kann das und der hat eine Firma hierfür und die wurden dann alle individuell eingepasst und angefertigt. Mhm. Das sind 3 cm Schaumkern und dann die Glasfasern gebacken ringsum. Mhm. Das war sehr, sehr aufwendig, dass das überall genau passgenau einpasst. Mhm. Ich sehe hier schöne eingepasste Fenster. Die kommen aus Holland, das sind outbound. Sehr schöne, gute Qualität und echt Glasfenster. Und okay. Da habe ich mir gedacht, zu der Qualität und zu den Ansprüchen, die da die Kabine jetzt vorgibt, dass die da sehr gut dafür passen. Mhm. Ja, viele Klappen. Was hast du da drin versteckt? Ich habe, ganz wichtig war mir, dass alle wichtigen technischen Einrichtungen, dass die von außen begehbar und bedienbar sind. Hier hat es einen Boiler, die Batterie. Den Konverter und den Inverter für die Umwandlung in 230 Volt Strom. Der Boiler hat 15 Liter Fassungsvermögen und wird vom Auto her aufgewärmt durch das Kühlwasser. Kann aber auch elektrisch betrieben werden. Wichtig war mir auch eine große Stauklappe. Ich spiele Golf und da muss das Golfbag Platz haben und Tische und Stühle und was immer halt so notwendig ist. Alles sehr einfach gehalten, aber trotzdem praktisch. Ja. Der kleine Schrank außen für einige Utensilien für die Außenküche. Ihr werdet dann sehen, in der Kabine habe ich keine Kochmöglichkeit. Weil aus Erfahrung kochen wir draußen und das sind dann die nötigsten Sachen hier angedacht. Genau. Ja, der Fahrradträger ist wichtig, ja. Das Elektrovelo ist wichtig. Die Idee ist ja, dass wir mit dem Fahrzeug möglichst nahe irgendwo an die Stadt kommen oder an schöne Orte in der Natur und dann von da aus zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Gegend erkunden können. Also bis zu zwei dürfen bis zwei, mit. Zwei dürfen mit, ja, für ja. Zwei hat es Platz. Genau. Da hat es das Fach für den Abfall, für Kabel, eine Außendusche hat es hier nochmal. Es gibt eine Dusche drinnen und es gibt eine Dusche draußen. Am Abend, nach einer Abenteuerfahrt, heiß zu duschen, das ist richtiger Luxus. Richtiger Luxus. Wofür hast du die Eimer? Ich habe keinen
Schmutzwassertank für das Schmutzwasser. Und dann kann ich dann die Eimer hinstellen und vor allem in der Stadt und im besiedelten Raum ist das sehr hilfreich. Ich verwende auch, oder wir verwenden ausschließlich reine biologische Seife, somit ist das wirklich unbedenklich. Und so viel Schmutzwasser gibt es ja dann auch nicht. Mhm. Hier haben wir noch mal ein paar Geheimfächer. Genau. Das ist der große Wassertank, sind 150 Liter, 150 Liter Frischwasser. Das reicht gut 10 Tage, so mit 10 Liter kommen wir durch am Tag. Eine Katadin-Filteranlage, welche das Wasser ab Wasserhahn filtern kann oder mit einer Pumpe, welche auch aus einem Brunnen oder so Wasser ansaugen kann. Das hat sich in Marokko sehr, sehr bewährt. Wir nutzen nur das Wasser so aus dem Tank und zum Kochen und Trinken. Und das ist sehr eine gute Lösung. Und da hat es noch eine Heizung, Benzinheizung ist eingebaut. Mhm. Und noch etwas Stauraum. Und da ist eine kleine Werkstatt, oder was halt so notwendig ist, ein paar Schraubenschlüssel und Schraubenzieher. Und das Allerwichtigste natürlich die Gartenschere, weil es gibt überall irgendetwas zu schneiden oder Äste abzusägen. Genau. Ja. Ja. Ein ganz tolles Highlight an dieser Kabine sehen wir da oben. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist wirklich das Highlight. Es ist ein großes Panoramadach, eine große Plexiglasscheibe isoliert. Und das Dach lässt sich öffnen oder schließen, lässt sich wie ein Zelt ausbilden oder die Klappe komplett nach oben öffnen. Und das ist wirklich das Allergrößte. Bei Sternenhimmel, bei Regen, bei Wind und Sturm und Schnee, in der Kabine, im Bett zu liegen und dann sehr nah der Natur und den Stimmungen sich zu fühlen. Das ist wirklich, hat auch sehr viel Aufwand bedeutet und viele technische Lösungen mussten gefunden werden. Aber jetzt letztendlich ist das das absolute Highlight und das große, etwas auch Einmaliges. Aus was für Material ist die Scheibe? Das ist auch GFK und Aluminium, der Rahmen, GFK, die Platten vorne und dann Plexiglas. Und das so verschraubt, dass das wirklich in der Wüste bei Offroad-Beanspruchung auch funktioniert. Und wird mit zwei Gasdruckdämpfern wird das gehalten und nach oben gedrückt. Mhm. Können wir uns das mal von innen anschauen? Ja, gerne. Eine schöne flexible Scherentreppe, da kann man dann auch immer anpassen an die Höhe. Die lässt sich da verstauen. Bewährt sich sehr. Ja. Geh rein. Schuhe aus. Dann kannst du mit den Schuhen reingehen, ist auch gut. Wirkt sehr geräumig hier drin, vergleichsweise groß. Ja. Und hier stehen wir gleich mitten in der Küche. Was war dir wichtig hier? Ich habe zu Beginn gedacht, dass ich einen Gasherd, eine Gaskochgelegenheit einbaue. Die wäre hier angedacht gewesen. Und jetzt in den 2 Jahren habe ich herausgefunden, dass das eigentlich gar nicht zwingend notwendig ist. Platz war mir eigentlich viel wichtiger, dass ich Ablageflächen habe. Ein Wasserbecken mit Warm- und Kaltwasser. Hier ist der Abfallkübel. Hier habe ich die Möglichkeit, eine Flasche, Weinflasche hinzustellen und auch damit etwas rumzufahren. Was habt ihr für ein Material verwendet? Das ist Balsaholz. Der Innenausbau wurde zusammen mit einem Freund, welcher Schreiner ist, gemacht. Ich habe das gedacht und gezeichnet und geplant und er hat das dann mehrheitlich handwerklich umgesetzt. Da war auch wieder die Wichtigkeit, dass es leicht ist, deshalb Balsaholz.
Und du hast gerade schon eine Schublade aufgezogen. Schöne die kleinste mögliche Kaffeemaschine, die ich gefunden habe. Und Kaffee zum Beginn in den Tag macht sich immer gut und deshalb wurde das so angedacht. Und ich wollte die nicht irgendwie rumstehen haben oder in der Kiste. So haben wir für alle Kleinigkeiten eine Lösung gesucht. Wie eben gesagt, alles möglichst schlicht, einfach, reduziert, das Notwendige. Wir reisen hier zu zweit oder alleine und da braucht es nicht für 4-5 Personen Geschirr. Mhm. Auch mit den einfachen Kissen, alles gestaltet, das lässt sich nach draußen nehmen und auch transportieren. Sowieso findet das Leben ja draußen statt, auf Reisen. Hier sind wir bei kaltem Wetter in der Nacht, bei Wind und Sturm, aber sonst ist man sehr, sehr viel draußen. Mhm. Eine feine, kleine Sitzgruppe haben wir hier. Also genau optimal auf die zwei Personen zugeschnitten, wie du gesagt hast. Genau. Aber wo ist denn der Tisch? Der Tisch, der ist da runtergeklappt. Jetzt kann sich hinsetzen. Ja, also. Und dann kommt er einfach hier zurück. Und manchmal mag man ja nicht so nah zusammensitzen. Dann gibt es noch einen Barhocker und hier lassen sich schöne Abende verbringen. Beide sind am Arbeiten oder am Lesen und so. Überhaupt arbeite ich viel hier an diesem Tisch, habe einen großen Computer mit dabei auf Reisen und kann dann meine Arbeit, die Gestaltung der Gärten von hier aus eigentlich machen. Und somit ist dieses Reisemobil mindestens auch ein Büro und nicht bloß für die Ferien und für das Nichtstun konzipiert. Ein Mobile Office, das sich sehen lassen kann, und an den Orten, an denen es abgestellt wird, dürften die Inspiration nicht lange auf sich warten lassen. Das alles im ganz eigenen Stil, mit Ledersofa, Deckenlampe, Gemälden und dem Emaillewaschbecken als Hingucker in der Küche. Was war dir denn beim Innenausbau wichtig? Er musste möglichst multifunktional sein. Wichtig war mir, gut leben zu können, eine Stehhöhe zu haben, ein gutes Raumgefühl zu haben. Von daher kam das, dass es mir wichtig war, dass es gemütlich ist. Das Bett ist sehr wichtig, dass es jederzeit möglich ist, sich hinzulegen. Und unterwegs auf Reisen arbeite ich auch immer wieder und da habe ich ein mobiles Büro. Und um hier arbeiten und denken und gestalterisch kreativ tätig zu sein, da braucht es ein gutes Umfeld, ein gutes Ambiente. Ganz klares Highlight im wahrsten Wortsinn, das Plexiglas-Panoramadach über dem Bett im Alkoven. Bei Schlechtwetter oder zum Schutz vor fliegenden Quälgeistern kann ein Zeltstoff mittels Klettbändern befestigt werden. Schöner ist es aber ohne. Traumhafter Ausblick. Schön. An jedem Stellplatz komplett eine andere Aussicht, andere Einsicht, Sternenhimmel. Mhm. Und kann man das sogar noch hoch machen, wenn ich das sehe? Ja. Du kannst es dort lösen. Und wenn es wirklich trocken ist und der Sternenhimmel klaren, lässt sich das hochfahren und dann ist man wirklich, wirklich draußen. Wie wenn man draußen übernachtet. Genau. Ja. Und wenn der Regen kommt, Klappe runterziehen und dann ist man auch wieder trocken. Und du kannst aber auch hier schlafen, auch mit ganz geschlossenem Dach, richtig? Ja. In der Stadt oder im belebten Gebiet ist das auch sehr gut möglich, komplett geschlossen. Der Kopf ist da, ist hoch genug und für die Füße hat das dann immer noch genug Platz. Oder man könnte quer sich auch. 3-4 Leute könnten auch schlafen, wenn es sein müsste. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns dein besonderes Reisemobil vorgestellt hast. Sehr gerne. War mir eine Freude. Ich kann gut verstehen, dass du damit jetzt noch eine ganze Weile unterwegs sein wirst. Bald geht's wieder los, ja. Auch wenn es nur im eigenen Garten ist. Sehr schön. Ja. Danke. Dankeschön.
Denn es kommt ja gar nicht immer drauf an, wo es hingeht. Für Hans Ueli ist es schon ein Glück, mit seinem Jagdwagen 7 überhaupt unterwegs zu sein. Ob er dann dem siebten Himmel nahe ist? Wahrscheinlich schon.